Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Caroline und deine Seelenflüsterin. Und schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist hier bei der Vollmondlegung. Der letzte Vollmond in diesem Jahr ist am Donnerstag, am 8.12. morgens um 5.08 Uhr steht er quasi in seiner vollen Größe am Himmel. Vollmond in den Zwillingen. Und zeitgleich beginnen am Donnerstag, da war mein Kater, am Donnerstag auch die sogenannten Sperrnächte oder ich bevorzuge ja tatsächlich die Loslassnächte. Und dazu habe ich ja auch ein Video gedreht, was bedeuten die Loslassnächte. Jetzt aber, wie gesagt, speziell auch für den Vollmond in den Zwillingen. Ganz wichtig, großer Einfluss von Mars spielt noch mit rein. Das bedeutet, es wird feurig, es wird temperamentvoll, vielleicht auch ein bisschen holprig. Und wichtig zu wissen, vor diesem Vollmond, so seit Ende November bis jetzt Donnerstag, war ja auch noch der Neptun sehr präsent. Und hier ging es darum, dass Neptun unseren Verstand ein bisschen vernebelt hat, allerdings auch unsere Intuition gefördert hat. Und vielleicht war es die letzte Zeit jetzt so vom Vollmond eher so ein bisschen diffus in dir und ein bisschen orientierungslos. Vielleicht auch so ein bisschen geprägt von Missverständnissen, Verwirrungen. Das ist alles total normal, weil das einfach der Einfluss auch von Neptun ist. Und das kann dann auch dazu führen, dass du vielleicht etwas kraftlos warst, energielos warst. Jetzt bekommst du allerdings eine neue Chance. Eine Chance, die dir jetzt dieser Vollmond bietet, noch einmal reinzuschauen. Denn jetzt werden nochmal Themen präsent, die du vielleicht jetzt in der Finsterniszeit noch nicht so ganz beachtet hast. Das ploppt also jetzt nochmal hoch. Natürlich stehen die Fische hier auch wirklich für eine Kommunikation und auch für mehr Klarheit. Aber jetzt kommt der nächste Planet dazu. Es ist Mars, der rückläufig ist. Und Mars, wenn er rückläufig ist, steht auch eher dafür, für kraftlos zu sein. Kommunikation fließt nicht ganz so pralle. Und jetzt darfst du wirklich reinschauen, wo möchtest du deine Energie fließen lassen? Welche Verbindungen möchtest du noch unterstützen? Wo feuerst du immer richtig rein, volle Energie, um dann aber festzustellen, es passiert nichts, außer dass dir Kraft genommen wird. Da darfst du jetzt auf jeden Fall wirklich auch nochmal auf deine Intuition hören. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Möchtest du vielleicht etwas umswitchen, in etwas anderes investieren, in jeglicher Form von Energie. Am Ende ist es alles Energie, dass du da einfach nochmal schaust. Und jetzt zeigt dir der Vollmond einfach wirklich, was ist dir wirklich wichtig. Woran hältst du noch zwanghaft fest? Wo möchtest du, dass zwanghaft Dinge laufen? Und unter diesem Druck und dem Zwang passiert einfach nichts, außer dass du dich, wie gesagt, am Ende unglücklich fühlst. Also, gehen wir rein. Starten wir jetzt nach diesen paar Vorab-Informationen mit dem Moonology-Orakel. Und auf eine liebe Nachricht, auf einen lieben Kommentar einer lieben Zuschauerin werde ich jetzt auch immer unten in der Infobox die Kartendecks verlinken, mit denen ich hier quasi arbeite. Schauen wir rein. Wir haben, deine Hingabe wird getestet. Ja, wie passend, ich habe es gerade gesagt, dass der Vollmond dich jetzt hier tatsächlich einmal testet und dir die Möglichkeit gibt zu schauen, wo gibst du dich vielleicht zu sehr hin, wo darfst du einfach gucken, dass es einfach in ein Gleichgewicht kommt, was ist jetzt wirklich wichtig für dich, wo darf deine Energie zu 100% fließen, wo auch etwas zu dir zurückkommt. Sehr passend. Und dann gehe ich rein mit dem mystischen Tarot. Und da möchte ich einmal so die Grundenergie wissen. Was ist jetzt für den Vollmond am Donnerstag und den Beginn der Sperrnächte? Wow, okay, wir nehmen die drei. Wichtig. Das drehen wir erstmal um. Nee, wir schauen direkt rein. Was ist wichtig? Okay, krass. Krass, krass, krass. Denn mit dem Turm, dem Narr und dem Schicksalsrad haben wir drei große Arkane-Karten. Das heißt, hier wird es vielleicht gerade mit dem Turm richtig reinknallen. Vielleicht bekommst du jetzt wirklich nochmal diese Situation auf Silbertablett präsentiert, wo du vielleicht wirklich nicht reingeschaut hast.
Aber der Narr zeigt mir hier einfach, das ist jetzt aber auch deine Möglichkeit, nochmal loszugehen, für dich neu zu beginnen. Hier geht es darum, wirklich einen komplett Neubeginn zu starten. Aber der Narr steht natürlich neben dem Neubeginn auch für ein bisschen Chaos. Unterstützt mit dem Turm, heißt es. Hier passieren wirklich einschlägige Dinge. Es ist wie, als würdest du vielleicht gefühlt durchgerüttelt werden. Im Innen und im Außen. Vielleicht kommen hier Situationen auf dich zu, wo du denkst, wer will mich denn hier jetzt echt veräppeln? Bin ich im falschen Film? Aber es ist so wichtig, einmal komplett durchgerüttelt zu werden. Denn das Rad des Schicksals heißt, es ist wirklich so gewünscht, es ist so wichtig für dich, damit sich einfach etwas verändert. Und auch hier zu schauen, ohne Kontrolle in das Vertrauen zu gehen, es laufen zu lassen. Es ist wirklich geführt. Und da kann es sein, dass dir auch ein bisschen die eigene Macht genommen wird, aber mit der Intention, dieser Kontrollzwang, ja, zwanghaft immer in etwas reinzustecken, weil du es unbedingt willst, wo dir vielleicht deine Intuition sagt, nee, geh lieber mal einen Schritt zurück, das passt gerade nicht, da wirst du es jetzt hundertprozentig einmal, ja, in your face miterleben dürfen, dass du da vielleicht wirklich nochmal ein bisschen zurückdrehst. Und ich gehe auch direkt rein. Wir machen es heute mal ganz anders mit der blauen Eule, den Lenormand-Karten. Welche Zusatzinformationen bekomme ich denn hier auf Narr, Turm und das Rad des Schicksals? Da haben wir doch schon. Ja, es passiert hier tatsächlich alles für den Erfolg. Also, eine schicksalshafte Wendung, ein richtiger Zusammenbruch, das muss kein nervlicher Zusammenbruch sein, also beruhig dich, steht hier wirklich unter der Sonne, unter der höchsten Karte des Lenormands. Das heißt, es passiert hier für dein höchstes Wohl. Wenn du dich hingibst. Ja, wenn du dich hingibst, kann hier wirklich wieder die Wärme einziehen. Hier kann etwas an die Öffentlichkeit kommen. Und dazu, opala, ist es wirklich wichtig. Ja, es sind nämlich deine Belastungen, deine karmischen Themen, wo du noch nicht reinschauen wolltest. Und das ist auch so passend zu dem, was ich eben zum Mond, zum Vollmond an sich gesagt habe. Jetzt bekommst du die Chance, nochmal reinzuschauen, was du vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen an die Seite geschoben hast. Mit dem Beginn der Sperr- und Loslassnächte eine wunderbare Energie von, okay, jetzt öffne dein Buch. Sei radikal ehrlich, hab keine Angst. Auch wenn du weißt, es wird vielleicht die radikale Wahrheit in dir aufgestoßen. Du tust das hier wirklich für deinen Neubeginn, für deine innere Strahlkraft, für deine eigenen PS, die du auf die Straße bringst, die du aber dann wirklich richtig für den richtigen Weg nutzt und nicht im Kreisverkehr fährst. Ne? Manchmal handeln wir ja so und das ist einfach so effektiv wie 48 Stunden im Kreisverkehr zu fahren. Also null effektiv. So. Also, grundlegende Energie. Was ist die Herausforderung? Was wollten wir wissen, die Soulmates hier auf meinem Kanal? Die Herausforderung, die jetzt für den Vollmond ansteht, aber auch für die Loslassnächte. Welche Herausforderung zeigt sich denn da? Welche Herausforderung? Die 2, der Kelche. Was sagt dir das jetzt für deine eigene persönliche Herausforderung? Das kann zum einen sein, dass du wirklich dir selbst ins Gesicht siehst. Dass du wirklich hinschaust, dass du aber auch, denn mit den 2 der Kelchen, das ist so die Glut des Feuers, die du so spürst, wieder in den Flow kommst. Denn wenn es hier richtig anfängt zu rütteln und so richtig reinschlägt, ja, und dir so richtig was bewusst wird, wo du wahrscheinlich nie hinschauen wolltest, ist es jetzt einfach deine Herausforderung, ins Vertrauen zu kommen, sanft zu sein. Und auch wenn du im Außen, denn dafür steht hier jetzt gerade auch noch so der Vollmond, es kann hier wirklich sein, dass du eine kurze Zündschnur hast. Denn wir haben ja wirklich eine sehr feurige Energie hier. Und das heißt, es ist eine starke emotionale Reaktion möglich. Von dir, aber auch von deinem Umfeld. Und da ist es wichtig, sei tatsächlich nachsichtig
mit deinem Gegenüber. Auch die nehmen die Emotionen bzw. diese Energien des Mondes und der Planetenkonstellation wahr. Die meisten allerdings unbewusst. Du hast jetzt das Wissen hier aus meinem Video und kannst also nachsichtig sein. Wenn du bei dir merkst, du bist so ein kleiner brodelnder Vulkan und du weißt jetzt, dass deine Herausforderung ist, mit diesem Feuer umzugehen und in den Flow zu kommen, ins Gleichgewicht zu kommen, dann nutze diese Chance für dich, wirklich mal jetzt zu analysieren, wo darf noch aufgeräumt werden? Wo hat sich hier Wut angestaut? Wo haben sich hier viele Emotionen angestaut, die du jetzt abfließen lassen darfst? Was gibt es denn als Tipp? Worauf soll sich das Seelenkollektiv denn jetzt fokussieren? Unterstützend, worauf sollten sie sich fokussieren? Ja, auf den Neubeginn, ne? Wir haben die Welt, wieder eine große Arkane-Karte. Ja, danke schön für die nächste Information. So, also fokussieren solltest du dich hier darauf, dass jetzt ein Kapitel beendet wird. Und zwar ein Kapitel, was vielleicht wirklich in der letzten Zeit, wo du jetzt einfach vielleicht, wenn du noch ganz ehrlich bist, merkst, du hast einfach alles gegeben. Und irgendwann ist es Zeit, etwas Neues zu beginnen. Ja, wenn du wirklich merkst, da kommen einfach nicht die Früchte, die ich gerne ernten würde, dann schau, wo kannst du denn jetzt Energie fließen lassen? Was sagt dir dein Herz? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Wo erlebst du diese Freude? Wo darf hier wirklich etwas fließen? Und das wird auch unterstützt von den 7 der Schwertern, die hier wirklich für deine Träume stehen. Dafür, dass du ein Herzensprojekt jetzt leben darfst. Du hast die Wahl. Und lass hier wirklich dein Herz sprechen. Dann hast du einfach wirklich hier die Möglichkeit, eine komplett neue Welt für dich zu kreieren. Einen Zyklus zu beenden. Und wieder die Harmonie einkehren zu lassen. Also fokussiere dich hier bitte definitiv darauf, wie kannst du es schaffen, auch wenn es turbulent ist und auch wenn du deine Schattenthemen anschaust, wie kann denn aber trotzdem eine Harmonie einkehren? Ein kleiner Tipp von mir, gib deiner Wut, gib deinen Emotionen einen Namen, gib ihnen ein Gesicht. Wie würde deine Wut aussehen, wenn sie ein Aussehen hätte? Wie würde deine Wut sich anfühlen, wenn es ein Material wäre, wenn du sie in den Händen hältst? Welche Farbe hätte deine Wut? Und wenn du sie charakterisiert hast und sie personalisiert hast, dann frag sie doch mal und lade deine Wut ein und frag sie, hey Wut oder hey andere Emotionen, welche positive Absicht hast du für mich? Was möchtest du Gutes für mich erreichen? Und geh in die Kommunikation und dann schau, was dir die Wut sagt. Was braucht sie denn jetzt gerade, damit sie dieses Ziel gemeinsam mit dir erfüllt, aber dass es positiv für dich wird? Und all diese emotionalen Ressourcen kannst du ihr dann an die Hand geben. Und auch den Ressourcen gib bitte ein Bild. Mach es persönlich für dich und geh in die Kommunikation mit deinen inneren Anteilen. Ja, hier auch die 2 Gesichter. Genau, schauen wir nochmal mit den Lenis rein. Bekomme ich hier nochmal eine Information auf die Welt und die 7 der Schwerter. Ja, die Veränderung, da kommt etwas auf die 7 der Schwerter. Und das war der Ring. Das heißt, hier können entweder neue Verträge, neue Verbindungen kommen. Fokussier dich auch darauf und auch so passend zu dem, was ich eben gesagt habe. Welche Verbindung tut dir wirklich gut? Wo ist wirklich auch beidseitig eine Harmonie? Wo ist etwas im Fluss? Und wo fährst du quasi wie im Kreisverkehr immer wieder eine Ehrenrunde, eine Ehrenrunde, eine Ehrenrunde, um festzustellen, dass es dich nicht weiterbringt. Dass du am Ende energielos bist, ausgerüttelt bist, ausgesaugt bist. Und da schau, wo kannst du in dir etwas kreieren und auch im Außen vielleicht etwas verändern. Herausforderung war dies. Hier haben wir, dein Fokus sollte sein. Und jetzt schauen wir, wovon sollte der Fokus lieber abgewendet werden? Wovon sollte der Fokus hier lieber abgewendet werden? Gibt es hier noch eine Zusatzbotschaft? Wovon sollte der Fokus abgewendet werden? Wovon sollte der Fokus abgewendet werden jetzt am Vollmond?
Wieder eine große Arkane-Karte. Okay, also ich glaube wirklich, es wird ein bisschen trubelig hier werden. Also, konzentriere dich nicht auf das Gefühl, dass du hier gerade stirbst. Konzentriere dich nicht auf das Gefühl, energielos zu sein. Konzentriere dich ebenfalls nicht darauf. Jetzt muss ich gerade tatsächlich mal eben ein bisschen schauen. Ja, konzentriere dich nicht darauf zu sagen, okay, komm, ich mache das jetzt nochmal, ich bin so flexibel. Darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum, möglichst flexibel in allen Situationen zu sein. Jetzt geht es wirklich darum, hier ganz genau zu gucken, okay, bis hierhin und nicht weiter. Denn wenn du immer versuchst, dich zu biegen, immer hin und her zu pendeln, immer die Balance zu halten, indem du auf 24 Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchtest, dann bedeutet das irgendwann, dass du sowas von emotional und auch körperlich erschöpft bist, dann war es das. Das war es natürlich jetzt nicht, dass du jetzt stirbst, aber dann bist du echt, dann bist du unten. Und der Prozess nach oben dauert einfach dann sehr lange und braucht noch viel mehr Energie. Und was bekomme ich hier noch für einen Impuls? Konzentriere dich ebenfalls auch nicht darauf, hier mit dem Tod an etwas festzuhalten. Konzentriere dich nicht auf deine Ängste und konzentriere dich bitte auch nicht auf einen Stillstand. Jetzt heißt es wirklich, geh mit dieser feurigen Energie los. Ja? Nimm sie an, komm in diese Balance und konzentriere dich hier wirklich auf das, was willst du wirklich. Schaue ich auch da gerne noch einmal mit den Lenis rein. Welche Informationen bekomme ich auf das, wovon die Soulmates hier auf meinem Kanal den Fokus lieber abwenden sollten? Wir haben hier die zwei der Münzen und den Tod. Welche Zusatzinformationen bekomme ich hier? Oder einen Tipp? Wir haben die Lilien. Ich denke mal, es ist hier gerade ein Tipp, dass du hier wirklich in die Harmonie gehen darfst. Denn ich habe ja, beim Tipp ist es rausgeflogen. Vielleicht auch eine männliche Person, die dich unterstützen kann dabei. Und dann bitte nochmal auf den Tod. Gibt es hier auch nochmal eine weitere Info. So, wir haben die Emotionen, das heißt, tauche wirklich ab. Wir haben hier den Mond, ja, passend zum Vollmond ebenfalls. Tauche also ab. Stell dich hier wirklich deinen Emotionen. Fokussiere dich aber nicht. Also halt nicht jetzt an der Angst fest, sondern schau sie an, damit sie dann fließen kann. Und es heißt hier wirklich, um in deine innere Leidenschaft zu wecken, dieses innere Feuer, damit umzugehen und auch noch mit diesem äußeren Feuer, was dir einfach jetzt durch den Vollmond präsentiert wird, ist es einfach wichtig, dich zu verbinden, wirklich reinzutauchen, einmal in die Finsternis zu gehen, um dann hochzukommen mit neuen Erfahrungen, mit dem Gleichgewicht, mit der Balance und einfach der Klarheit. Dann schaue ich jetzt noch nach deinem großen Ziel, nach diesem großen Win. Wenn du das tust und dich deinen Ängsten stellst, was ist dein Win? Ja, geil, Königin der Stäbe, die Feuerenergie auch auf der Seite. Wenn du ein Mann bist, drehst dir bitte passend. Die Königin der Stäbe passt natürlich auch für Männer, denn hier, sie ist die heißeste Frau im Tarot, ja. Wir haben hier wirklich die Leidenschaft. Wir haben die Inspiration. Wir haben hier auch diesen Selbstwert, der gelebt wird. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du willst. Du bist positiv eingestellt und hast auch dann eine magnetische Anziehung. Und ich sag's dir, wenn du klar in dir bist, wenn du das nach außen kommunizierst, dann bist du ein verdammt heißes Eisen. Und dann hast du eine Ausstrahlung, dass du auf einmal merkst, dass du wirklich Menschen auch anziehst im Außen, von denen du vorher wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise gedacht hättest, dass die irgendwo in deinem Space rumfliegen, diese Seelen. Also, du wirst hier zur heißesten Frau, oder zur heißen Seele explodieren, wenn du dich hier wirklich traust, das Spiel mit dem Feuer anzunehmen.
wirklich dich einmal durchschütteln lässt und du weißt ganz genau, das passiert hier nur für dich, für dein höchstes Wohl, wenn du mit Empathie auch deinen anderen Menschen gegenüber entgegentrittst und die Chance für dich hier nutzt, wirklich hinzuschauen, eine innere Analyse zu betreiben und dann Dinge fließen zu lassen. Dann wird es heiß. Dann wird es richtig feurig. Und ich finde es richtig schön, weil draußen ist es kalt genug. Also, unterstützend. Moment, hier war doch noch irgendwo eine Karte gerade umgedreht. Moment. Irgendwo habe ich doch gerade... Oder habe ich es geträumt? Nee. Ja, okay, krass. Da kannst du dich auch fragen, wo bist du Umwege gegangen? Wo bist du Umwege gegangen in der letzten Zeit und hast auch nicht so sehr auf dich geachtet, ja? Wo hast du dich vielleicht auch ein bisschen selbst betrogen? Wo du vielleicht ganz genau wusstest, wenn ich das jetzt mache, ist das total falsch. Das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig, aber trotzdem hast du es weitergemacht. Das bekomme ich hier auch nochmal als Hinweis. Schau hier auch in deinem Umfeld. Wer ist da nicht ganz ehrlich zu dir, ja? Denn solche Menschen darfst du ausgrenzen. Die darfst du loslassen, auch die darfst du loslassen und in ihrem Space einfach lassen, denn die, ja, können ihr Ding machen für sich. Aber hier achte nochmal darauf, gerade so die weiblichen Personen, welche weibliche Person in deinem Leben agiert nicht gerade für dich. Und vielleicht ist es auch diese Beziehung, wo du immer reingepulvert hast, wo du jetzt einfach feststellst, das hat nichts gebracht, außer mir Energie gezogen. Okay, ich schaue nochmal mit den Tea Leaves rein und dann würde ich sagen, haben wir auch hier einige Botschaften. Ach nee, wir haben dann noch mein Raunachtsding. Genau. Also die Tea Leaves, ihr Lieben, die nutze ich auch. Da haben wir zwei. Gut, wir haben den Stern. Das heißt, hier wartet auf jeden Fall der garantierte Erfolg, wenn du hier deinen Weg gehst. Und dann haben wir die Feder. Okay, und dann geht es hier tatsächlich auch darum, dass irgendjemand um dich rum, deswegen wahrscheinlich auch gerade schon die Schlange und der Fuchs, dass hier irgendjemand in deinem Umfeld tatsächlich nicht ganz so ehrlich ist, nicht ganz so sichtbar ist oder nicht ganz so sichtbar ist in dem Bild, also nicht so ehrlich ist in seinem Auftreten, wie er dir gegenübersteht. Hier auf jeden Fall der Hinweis von meiner Seite. Verbinde dich mit deiner spirituellen Ader. Verbinde dich hier, ich sage das immer wieder gerne, mit deinen Geistführern. Also der Vollmond und auch jetzt die Loslassnächte, wenn du sie nutzt, stehen unter einer optimalen Energie. Auch wenn es richtig reinhaut. Wenn es wirklich ein bisschen Rambazamba hier wird, heißt das aber, das passiert hier alles nur für dich. Und da ist es wichtig, jetzt in dieses Vertrauen zu gehen. Schau, wer hier nicht verlässlich ist, ja? Denn diese Menschen, diese unverlässlichen Menschen, die bringen dir nichts. Das heißt, also ich sage dann immer gerne, verlässt du dich auf andere, bist du verlassen, kommt tatsächlich auch oft hin. Und deshalb ist es wichtig, hier wirklich zu schauen, wer gehört zu deinem Space? Wer gehört zu deinem wirklich Soulmate-Kreis? Wer ist hier aufrichtig und wer nicht? Und investiere bitte nur in die Dinge, die sich 100.000 Millionen prozentig gut für dich anfühlen. Okay, jetzt habe ich hier schon einige Karten. Aber ich möchte euch auch wirklich wertvollen Content bieten. Und ich frage nochmal jetzt speziell für den Beginn der Loslassnächte. Welche Botschaft gibt es für die magischen Loslassnächte? Was darf ich meiner Community hier noch mitteilen als kleines Amüsgöld zum Abschluss dieses Videos? Loslassnächte beginnen am 8.12. mit dem letzten Vollmond des Jahres. Welche Nachricht kommt hier noch? Und du kannst dich jetzt noch anmelden. Ich habe die Pforten noch offen, die Tore für die Magie der Rauhnächte. Also ein paar Stündchen oder vielleicht so zwei, drei Tage
kannst du dich noch anmelden. Den Link packe ich auch unten in die Box. Und ich danke auch jedem, der sich jetzt schon wieder in den letzten Stunden angemeldet hat. Ich freue mich absolut obermäßig auf diese Zeit mit euch. Und wir haben als Impuls für die Loslassnächte, die gehen vom 8.12. bis zum 21.12. Und hier kommt der Hinweis, dankbar sein. Es ist nicht so schwer, für das Angenehme dankbar zu sein. Das Geheimnis liegt allerdings darin, dass du auch den umgekehrten Weg gehen kannst. Kultiviere die Kraft der Dankbarkeit und dein Leben wird an Schönheit gewinnen. Ne? Auch hier, du hast den garantierten Erfolg auf deiner Seite. Schaue nicht auf das, was fehlt, sondern erkenne die vielen Geschenke des Lebens, die bereits da sind. Also gebe ich dir den Tipp und es ist so spannend, weil ich genau das eben noch mit einem sehr, sehr guten Freund hatte und ihm gesagt habe, ab heute schreibst du bitte ein Dankbarkeitstagebuch. Und auch für die Dinge, die so grundlegend normal sind, schreib sie auf. Jeden Tag 5 Dinge. Jeden Tag, ab heute. Und hier bekomme ich die Bestätigung, dass es jetzt in dieser Zeit sehr wichtig ist. Und das haben auch Forscher tatsächlich in ihren Studien dargestellt und bewiesen. Wer in Dankbarkeit lebt, wer auch anfängt, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, ist erstmal gesundheitlich stabiler, emotional stabiler und auch viel erfolgreicher im Leben. Und dann sind auch solche Turmomente, dieses Durchschütteln, es ist leichter in diesen Fluss zu, es ist leichter, diesen Weg zu gehen, weil du deinen Fokus auf viele andere Dinge richtest. Selbst wenn du in deine Schattenthemen eintauchst, legst du den Fokus, wenn du in Dankbarkeit lebst, ganz anders. Denn du bist viel achtsamer. Und jetzt habe ich noch ein Goodie für dich. Wenn du Lust hast auf tiefe Schattenarbeit, dann meldest du dich für Januar oder Februar jetzt am besten schon an für die Reiki-Ausbildung. Die Termine kann ich dir gerne schicken. Schreib mir eine Nachricht oder kommentiere hier unten in der Infobox im Kommentarfeld oder schau auf meinem Instagram-Kanal. Da stehen die Termine auch schon. Jetzt könnt ihr euch anmelden. Wie gesagt, das waren jetzt meine Goodies. Reiki-Ausbildung für noch mehr Lichtarbeiter auf der Welt, die diesen Weg einfach gehen. Und die Magie der Rauhnächte und meine Tarotkarten, die ich heute genutzt habe und Orakelkarten. Ja, die schreibe ich auch gleich unten rein. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch, ein neues Abo und macht Werbung. Macht Werbung, wenn ihr zufrieden seid mit meiner Arbeit, mit meinem Tun. Und ich sage bis spätestens Mittwoch, wenn es wieder heißt, der magische Mittwoch.